Es gibt eine Welt, wo wir alle verbunden sind. Alle. Überall. Wo wir alle dazugehören. Wo alle Zugang zu Information, Bildung und Chancen haben. Wenn alle und alles miteinander verbunden sind, that's really beautiful. Ist alles möglich. Good morning. Cisco, the bridge to possible. Herzlich willkommen und ho 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 zum letzten Webinar im Jahr 2021. Mein Name ist Patrick Musimann und das heutige Thema ist Cisco SD Access Migrationsszenarien. Ich ziehe mal die Kappe wieder ab und schaue, dass die Frisur einigermaßen aussieht. So, noch eine Präsentation dazu. Genau. Heute habe ich einen Gast noch dabei, beziehungsweise den Vitus aus dem gleichen Team. Aber würde ich sagen, eben zuerst kurz die Introduction. Für Fragen dürfen wir gerne wieder bekannterweise Q&A-Panel oder Q&A-Bereich nehmen von Webex. Corinne und Anna sind da auch dabei, um tatkräftig unterstützen, falls es Fragen gibt in dem Sinn. Und ansonsten eben kann man auch Feedback geben, man kann die Chat-Funktion nutzen. Und auch am Schluss gibt es wieder ein Kahoot mit verschiedenen Preisen zu gewinnen. Also einerseits Thermosflaschen, Kaffeetassli oder auch ein Headset. Aber um nicht mehr Zeit zu klauen, würde ich sagen, zum heutigen Thema. Das heutige Thema, wie gesagt, SD Access Migrationsszenarien. Und es ist erfreulich, dass so zahlreiche Teilnehmer dabei sind oder so viele Teilnehmer dabei sind heute, weil der Vitus und ich, wo wir uns das überlegt haben, am 22. Dezember durchzuführen, sind wir uns nicht ganz sicher gewesen, ob überhaupt noch jemand am Arbeiten ist, weil zum Beispiel für uns, zumindest für den Vitus und mich, ist das etwa noch das Letzte, was wir machen vor den Festtagen. Und dann sind wir erst wieder im Januar zurück. Ich weiss nicht, wie es euch oder Ihnen geht, ob da noch viel ansteht in diesem alten Jahr. Ja, SD Access Migrationsszenarien, wo wir uns darauf vorbereitet haben, oder ich mich darauf vorbereitet habe, ist mir folgende Situation in Sinn gekommen. Oder es ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ja, wie kann ich eine bestehende Campuslösung zum Beispiel ablösen mit SD Access? Könnt ihr nicht irgendein paar Beispiele bringen, was ist der einfachste und beste Weg, das zu machen? Und dementsprechend eben das, ja, vereinfacht gesagt, viele Wege führen oder verschiedene Wege führen nach Rom. Das Gleiche ist eben auch bei den Migrationsszenarien. Also darum kann man eigentlich auch die Wegweise nach Rom ablösen mit SD Access. In der Vergangenheit haben wir bereits eine Session gemacht an der Cisco Live und haben das mit dem Beispiel eigentlich vom Erklimmen vom Matterhorn beschrieben. Eben kleine Schritte bringen uns eigentlich aufs Matterhorn. Ja, ich habe es verlinkt nachher dann, sonst die Session, falls ihr dort noch interessiert seid, was wir dort alles erzählt haben. Aber heute, wie gesagt, Migrationsszenarien und die Agenda sieht wie folgt aus. Ich werde die ersten zwei Bereiche abdecken oder präsentieren, also wie man zum Beispiel kann, Layer 2 Domains an einen Fabric Edge anschliessen. Und der zweite Punkt ist zum Beispiel, wie man auch Layer 2 Domains an einen Layer 2 Border kann anschliessen. Der Vitus macht dann nachher weiter oder übernimmt und führt eigentlich die Möglichkeiten verschiedene Phasen Migration eigentlich, wie man das kann machen. Dann Layer 2 Border Migration als Beispiel und am Schluss bringt er nach oder zeigt er, wie Cisco in San Jose den Campus auf SD Access migriert hat, an einem praktischen Beispiel. Ja,
tun wir doch gerade einen Doppelklick machen auf die Layer 2 Domains und Fabric Edges. Ich habe das probiert aufzuzeigen, die verschiedenen Optionen, die es da gibt auch. Und einerseits von den Layer 2 Domänen, was man alles machen kann mit SDX, sieht es so aus. Die erste Variante ist, dass man ein Unmanaged Layer 2 Access kann machen. Also Unmanaged heisst aus der Sicht vom DNA Center aus. Das heisst in dem Sinn, dass man einen Access Switch nimmt und an die Fabrik anschliessen kann, an einen Edge Node in dem Sinn. Und Unmanaged heisst eigentlich aus Sicht von der SDXS Applikation im DNA Center aus. Also ich kann klar auch eine Management-IP-Adresse haben, aber einfach nicht in der SDXS-Applikation konfiguriert werden, sondern, das ist auch etwas, was wir ja neu eingeführt haben, kann man zum Beispiel Port, WLAN-Zuweisung auf dem Port, kann man auch aus dem Inventar raus zum Beispiel machen, vom DNA Center. Also in dem Sinn ist er doch auch gemanagt, aber einfach nicht aus der Sicht von der SDXS-Applikation. Dann, was man auch machen kann, natürlich durch das, man kann an Layer 2 Edge Node kann man auch mehrere Access Switchen anhängen, zum Beispiel für eine Migration. Dementsprechend kann man zum Beispiel einen Trunkport konfigurieren auf dem Edge Node und dann mit der Custom VLAN Konfiguration. Also, wir können ja auch seit der letzten Release können wir zum Beispiel sagen, welchen IP-Pool was für ein WLAN soll haben, also dass man das 1:1 kann übernehmen vom bestehenden Setup, wo man sonst hat. Dann der dritte Bereich, der auch in dem Sinn in die Layer 2 Domänen hineingeht, das ist der Policy Extended Node oder eben der gemanagte Bereich, dass man da zum Beispiel kann einen Catalyst 9000 Switch als Policy Extended Node an einen Fabric Edge Node anschliessen, wo dann zum Beispiel ein Catalyst 9.3 sollte sein. Und der ist dann komplett eigentlich gemanagt, auch aus der SDXS-Applikation vom DNA Center. Das sind eigentlich die drei Optionen, die wir haben, zum Layer 2 Domänen an Fabric anzuschliessen. Wie wir die nachher jetzt einsetzen können, das werden wir jetzt dann in den nächsten paar Minuten dann eigentlich zeigen. Dementsprechend ein bisschen konkreter jetzt auch auf das Beispiel von der Layer 2 Domänen an Fabric Edge Node. Wie gesagt, da ist es gemanagt aus dem DNA Center, wo man machen kann, zum Beispiel bis zum Distribution Level hin, dass man dort das als Fabric Edge Node definiert und nachher weitere Switchen kann daran anhängen, wie das ganze bestehende Netz auch. Wir sehen es unten rechts, was so ein bisschen die Nachteile sind, was man nicht supportet hat. Eben es ist nicht alles automatisiert direkt. Also man kann zum Beispiel mit CLI-Template das machen im DNA Center, aber es ist nicht aus der Fabrik-Applikation vom DNA Center möglich. Also eben, Mikrosegmentierung kann man auch machen mit Inline-Tagging als Beispiel, aber das sind alles Sachen, die man dann zusätzlich muss konfigurieren muss. Wie jetzt das könnte aussehen, ist in dem Sinn so, dass man eine Makrosegmentierung könnte machen, zum Beispiel im Core, im IP-Core. Also da habe ich eine Ansicht jetzt von einem bestehenden Netz mit einer traditionellen Layer 2 Domänen. Also das heisst, wir haben irgendwo einen IP-Core Distribution, wo wir Layer 3, Layer 2 Training haben oder Layer 2, Layer 3, je nachdem von welcher Seite das man es anschauen will. Und wenn man jetzt das anschaut, wie das logisch aussieht, dann ist das typischerweise so, dass man ja auf dem Distribution, wo die Layer 3 Boundary haben, oder die Layer 2 Boundary haben, dass man dort verschiedene SVIs, Switch Virtual Interface, kann machen mit VLAN. Und typischerweise, sage ich jetzt mal, sind die in der Global Routing Table. Also, dass keine VRFs in dem Sinn vorhanden sind
Und nachher auf den Access-Switchen unten haben wir dann die verschiedenen WLAN, die wir jetzt hier farblich unterteilt haben, blau, grün und ja, so das gelb-orange in dem Sinn. Jetzt, wenn wir das migrieren auf eine SDAccess-Fabrik, dann sieht das wie folgt aus. Wir können zum Beispiel, wie gesagt, ein Fabric Edge deployen auf Distribution-Ebene. Also da gehen wir davon aus, dass zum Beispiel die bestehende Hardware nicht SDAccess-fähig ist oder ready ist, sondern dass man da eigentlich eine neue Hardware zustellt. Und das kann man machen mit einem Edge-Node-Deployment. Und zusätzlich braucht es natürlich irgendwo als Übergang einen Border-Control-Plane-Node, den man kann über die IP-Core machen. Das ist die physische Sicht auf der linken Seite und auf der logischen Sicht auf der anderen Seite fangen wir jetzt dann an, das in dem Sinn überzügeln. Oder? Also da kann man herangehen und sagen, okay, wir kreieren jetzt die erste Makrosegmentierung, dass wir da das mit verschiedenen Virtual Networks machen können. Im Beispiel haben wir jetzt Virtual Network 1 und das Virtual Network 2. Das haben wir automatisch auf dem Fabric Edge Node wie auch auf Border Control Plane Node. Border Control Plane Node machen wir natürlich dann die Übergänge mit VRF Lite, aber das gehen wir später dann drauf. Dementsprechend, das haben wir da gerade, haben wir dort dann ein Interface für das VRF Lite, wo man zum Beispiel mit externem BGP kann machen, wo das DNA Center automatisch deployt, dass wir dort ein Interface haben pro Virtual Network. Und dann noch weiter umzügelt dann eigentlich die SVIs dementsprechend in die einzelnen Virtual Networks hinein. Und so hat man relativ schnell und einfach eigentlich einen bestehenden Distribution-Knoten abgelöst mit einem Fabric Edge-Knoten. Und dementsprechend kann man dann den alten Distribution-Node entfernen und hat das migriert. Jetzt kann man das natürlich auch mit mehreren Zonen machen. Oder wenn man mehrere Gebäude hat, mehrere Stockwerke hat, dann funktioniert das genau gleich. Also das heisst, wir deployen die zentralen Komponenten deployen und kann dann am ersten Ort, zum Beispiel auf einer Etage, den Distribution ersetzen, macht dort daraus einen Fabric Edge Node und kann dann nachher eigentlich den bestehenden Distribution Node ablösen oder entfernen wieder und kann dann das so Schritt für Schritt durchgehen, bis zumindest mal der Core und Distribution dann eigentlich abgelöst ist. Jetzt gibt es noch ein paar Punkte, die man muss beachten muss. Und zwar ist das so, dass man das gleiche VLAN hat man ja auf allen Edge-Nodes zum Beispiel drauf, aber die Uplinks zum Beispiel von einem bestehenden Access-Switch dürfen nur auf einen dementsprechend connected sein. Also auf das, was auf der linken Seite ist, ist nicht supported, dass man so eine Art Dual-Homing hat. Wenn man das braucht, dann kann man das wie auf der rechten Seite machen, entweder auf einen Stack connecten, damit man Hardware-Redundanz hat, dann einen Channel bauen oder halt mit Spanning Tree. Entweder eben, wie gesagt, mit Stackwise direkt, also Stackwise 480 als Beispiel, wenn es ein 9.3er ist, oder aber auch zum Beispiel mit 9.5er wäre das dann mit Stackwise Virtual, wo man über den Frontport das könnte stacken. Genau. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, wo man beachten, dass wenn man wireless auch tut, migrieren dementsprechend, haben wir da die Latency, die man muss beachten, wenn jetzt das Flex Connect ist, zum Beispiel über den Top, dann sieht man, das sind irgendwo um die 700 bis 800 Millisekunden, wo man durchs Roaming, dort, durch das Learning etwa hat. Also dementsprechend, zum Beispiel für Voice over WLAN, ist das nicht optimal, wenn man das mit dem deployt. Wenn es SDAccess wireless ist, dann sind wir etwa bei 70 Millisekunden, wenn man zum Beispiel dann von einem Switch zum nächsten wechselt. Aber auch hier hat der Vitus noch zwei, drei Informationen dann später dazu.
Dann der dritte Bereich, eben das habe ich erwähnt, mit der Custom VLAN-Option, die wir haben, seit 2.2.2. In dem Sinn können wir eben wirklich direkt beim Erstellen vom IP-Pool definieren, welche VLAN-ID das soll sein. So kann man das 1:1 in dem Sinn übernehmen, wie man das im bestehenden Netz hat. Genau, dann für Fabric-enabled Wireless ist das so, das ist ebenfalls supported, dass man die hinter einem Layer 2, unmanaged Layer 2 Switch kann anschliessen und dann machen wir VXLAN eigentlich durch die Layer 2 Domäne durch zum Fabric Edge hin. Also das heisst, auch Wireless kann man schon in dem Sinn migrieren, bevor man überhaupt den ganzen Access Layer zum Beispiel auf eine Fabric genutzt hat. Dann ein weiterer Aspekt, den man beachten sollte, das ist vor allem dann, wenn man einen bestehenden IP-Core hat, den man weiterverwenden will. Also wenn man zum Beispiel im Datacenter oder in der Nähe vom Datacenter den Border Node, Control Plane Node deployt und dann einfach den bestehenden Backbone nutzen will, sei es wo MPLS läuft oder sonst einfach ein gerouteter Backbone ist, dann muss man dort sicherstellen, dass Multicast und Jumbo Frames supportet sind. Da, im Detail gibt es auch eine Cisco Live-Präsentation von Sharon Dolphin, von einem Technical Marketing-Ingenieur, der das im Detail erklärt. Habe ich da auch referenziert drauf. Und sonst einfach in kurz sieht man es da rechts davon. Man muss sicherstellen, weil eben ja VXLAN oder SDAccess etwa einen zusätzlichen 50-Byte-Header hat. Plus, wenn man noch Multicast macht, sind es dann etwa noch mal 20 Byte mehr, die man braucht, um auch sicherstellen, dass man das kann übertragen kann. Also wenn man Standard-End-U-Size auf einem Client von 1500 hat, wäre das etwa 1570, die man sicher bräuchte, auf dem Core zum Übertragen. Und dann eben, wie gesagt, gibt es noch Multicast-Anforderungen, vor allem für Layer-2-Flooding, wo man im Underlay Multicast nutzt, um das Flooding machen, dass das sicher auch übertragen wird. Und das Dritte wäre auch bei Multicast, wenn man dort Native Multicast zum Beispiel nutzen will, dann wird das auch Multicast im Underlay vorwartet. Dementsprechend muss man einfach sicherstellen, auch, dass Multicast in dem Sinne im Backbone enabled ist. Dann zum zweiten Bereich von Layer 2 Domänen. Das ist der sogenannte Layer 2 Border, der es ja auch schon ein bisschen länger gibt. Und nichtsdestotrotz auch der Vitus hat dort einen Grund oder einen Weg fürs Migrieren. Einfach nochmal kurz zu erklären, wie das funktioniert oder auf was dass man achten muss. Das ist so. Typischerweise ist die Empfehlung, dass man einen dedizierten Layer 2 Border baut, einfach rein auch von der Skalierung her. Also das heisst, es kann zum Beispiel ein 9.3er sein, Stack sein oder ein 9.5er als Beispiel, wo man in der Fabrik als Layer 2 Border definiert und dann eigentlich ein Handoff kann machen zum bestehenden Subnetz oder zu der bestehenden Umgebung. Und dort ist einfach wichtig, dass wenn man zum Beispiel zwei Layer, zwei Border würde machen, kein Dual Homing darf machen. Also das Gleiche eigentlich, wie es ja schon beim Fabric Edge Node oder wenn man zwei Fabric Edge Node hat, dann ist das ebenfalls ja nicht supported, sondern da kann man zum Beispiel einfach zwei Ports nutzen auf dem Layer 2 Border, wo man dann Spanning Tree würde nutzen. Oder aber man baut auch wieder ein Port-Channel. Oder als dritte Option in dem Sinn ein Stack oder auch wieder mit Stackwise Virtual, wo man dann einen Port-Channel machen kann, um eine bestehende Umgebung zu übernehmen. Und auch da ist es wieder so, da kann man auch ein Mapping machen zwischen der VLAN-ID eigentlich im traditionellen Netz und VLAN oder Layer 2,
Instance ID, Lisp Instance ID, wo man dann in der Fabrik nutzt. Das funktioniert ebenfalls. Ja, ich würde sagen, mit dem würde ich am Vitus übergeben. Mal schauen, ob ich ihn dazu schalten kann. Irgendwie zeigt es mir dann Teil nicht an. Mal schauen, ob der Vitus auch rum ist. Kleinen Moment. Das Video will ich sehen. Da. Mal, würde sagen, genau, ciao Vitus. Und jetzt noch schauen, dass deine Präsentation auch noch sichtbar wird. Das wäre das. Genau. Und in diesem Fall Vitus, herzlich willkommen. Danke. Okay. Ja, merci, dass ich hier dabei sein darf und euch den zweiten Teil präsentieren darf von dem SD-Access Migrationsszenario. Noch schnell zu meinem Namen, Vitus Andreoli, auch im gleichen Team eben wie der Patrick. Und Fokus ist DNA, Switching und Software-Defined Access. Ich habe das Team im 2018 beitreten und seitdem eben ist mein Fokus wirklich auf diesen Themen. Ich bin schon länger bei der Cisco dabei, habe vorher noch andere Sachen gemacht, NMS, OSS und so weiter. Und ja, ich möchte gar nicht zu viel Zeit verlieren. Was ich noch sonst gerne mache, neben dem Cisco-Hobby, in den Bergen sein, Skifahren und so weiter, einfach Natur geniessen. Aber jetzt möchte ich einsteigen da ins Thema und in der ersten von diesen drei Phasen oder Unterkapitel möchte ich eigentlich gerade dort weiterfahren, wo der Patrick aufgehört hat. Und zwar bei dieser Phase Phased Migration. Wir haben vorher gesehen, wie man traditionelle Layer 2 Switching-Domänen an Fabric Edge anhängen kann. Das hat der Patrick eigentlich beschrieben, wie man jetzt da die Fabric Edge und die Border Node kann eigentlich migrieren. Und da unten sieht man eigentlich in dieser Wolke mit diesen Switchen da noch, mit diesen grauen oder schwarzen Switchen, die traditionell Layer 2 Switching-Domänen. Wir haben da auch schon Access Points dran, wo Fabric-enabled sind. Das heisst, da können wir eigentlich das Wireless schon brauchen in der Fabric drinnen und brauchen eigentlich da die Layer 2 Domänen nur als Transport. Das ist also kein Problem. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Man kann natürlich auch das Wireless zuerst sein lassen und erst alle Switches migrieren oder eben wie in dem Fall das Wireless schon vorher migriert haben. Weil wir haben ja da eigentlich bei den Fabric-Enabled Access Points ein VXLAN-Tunnel zum Fabric Edge und das geht ja eigentlich tiptop über ein traditionelles Netzwerk. Das heisst, in dieser Ausgangslage haben wir jetzt ja gleich noch ein paar Switches, die wir noch fertig migrieren müssen. Das heisst nicht, dass man das innerhalb von einem Tag oder von einer Woche alles migriert hat, sondern das kann über Wochen oder Monate passieren. Je nachdem halt, wie es auch vom Lifecycle zum Beispiel, von der Hardware steht, muss man die jetzt schon migrieren oder eben erst in zwei Monaten, wenn dann die das End of Life erreicht haben. Das kann man dann so steuern. Wenn man jetzt ein bisschen ins Detail hineingehen schauen, wie tun wir jetzt noch die restlichen Switches migrieren. Da haben wir eben das Layer 2, wo wir natürlich ein Spanning Tree noch am Laufen haben. Darum haben wir da einen Blocked Port dazwischen. Das ist da der rote Strich. Um jetzt so einen traditionellen Layer 2 Switch zu migrieren, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man die migrieren zu einer Fabric Edge oder zu einer Extended Node oder Policy Extended Node. Wir tun eigentlich beides da supporten mit dem DNA Center und
Was man sicher im Vornherein muss klären, ist, was es ist für eine Version drauf, oder? Man kann ja nicht einfach die Switch migrieren zu einer Fabric Edge und ohne, dass man zum Beispiel, wenn es iOS X sieht, die Version nicht stimmt. Und für das ist am besten, dass man da auf die Kompatibilitätsmatrix schaut, ob denn das auch so supported ist. Natürlich auch wichtig ist, dass die Lizenz, also DNA Advantage, drauf ist, weil sonst wird man dann auch für gewisse Probleme haben bei der Migration. Gut, wenn man das abgeklärt hat, dann gibt es eigentlich zwei Varianten, wie man das dann migrieren kann. Und da migriert man nicht irgendwie einen Port von dem Switch, sondern man tut eigentlich immer den ganzen Switch migrieren. Die einfache Methode jetzt aus meiner Sicht und wo weniger manuelle Schritte nötig sind, ist mit LAN-Automation. Und die das schon kennen, eben mit dem LAN-Automation kann man eigentlich Fabric Underlay kreieren, automatisch vom DNA-Center machen lassen. Und zwar dort dann das DNA-Center ISIS konfigurieren, Loopback-Adresse und so weiter. Das heißt, so weit vorbereiten, dass man dann nachher einfach dann, das Device, das dann noch geroutet in dem Underlay drin ist, erreichen tut vom DNA-Center und dann kann man dann dem neuen Device eine Fabric-Rolle dann angeben. Das heißt, man tut ein Factory-Reset machen und nachher startet man eigentlich beim Seed-Device startet man dann das LAN-Automation. Er erkennt, dass da ein Gerät ist mit einer leeren Config und tut das dann automatisch reinnehmen. Und eben da, nachher tut man dann sagen, okay, das ist ein Fabric Edge, man tut es dann an der Side dazu assignen und nachher ist man dann eigentlich so weit bereit, dass man da auch das Host-Onboarding auf den Ports machen kann. Im Fall von Extended Node ist der Workflow ein little bit anders. Aber eben, wie gesagt, wir können da beides eigentlich vom DNA Center aus automatisch machen. Der andere Weg, der ein bisschen mehr manuelle Tasks beinhaltet, ist, wir tun eigentlich eine minimale Config kreieren für den Switch. Man tut das eigentlich schon drauf kopieren auf den Switch und nachher tut man eigentlich die Startup-Config mit der neuen Startup-Config ersetzen. Dort muss halt auch IP-Adressierung muss stimmen, MTU-Size und so weiter, Loopback-IP-Adresse, dass man das DNA-Sender zumindest eine Verbindung hat zu dem Switch. Wenn man dann das gemacht hat, kann man einen Reboot machen von dem Switch und nachher kommt er ja dann mit der neuen Config rauf. Währenddem kann man beim Switch, wo eigentlich der Parent Switch ist, am Uplink dran, tut man dann den Port auch gerade umkonfigurieren von einem Layer 2 Trunk Port zu einem gerouteten Port und wenn dann das so weit wenn dann der neue Switch dann oben ist, dann ist das eigentlich auch via Layer 3 erreichbar. Was man dann im DNA-Sender noch machen muss, ist ein Discovery vom neuen Switch. Und nachher, wenn dann der discovered ist, ist er ja auch eine Art im Underlay drin. Und man kann den Switch dann als Extended Node oder als Edge Node zum Beispiel konfigurieren. Also das sind die zwei Varianten, die es da gibt. Wie sieht jetzt das im praktischen Beispiel aus? Da? Wir nehmen jetzt den Switch hier oben links und tun den eigentlich mit LAN-Automation ersetzen. Der Patrick hat es vorher erwähnt, dass wir eine Layer-2-Domäne nicht Dual-Home dürfen haben. Darum müssen wir da zuerst noch einen Switch-Port blockieren. Und erst dann können wir eigentlich da den Fabric Edge migrieren.
wenn man dann den migriert hat, kann man nachher dann weitergehen und eigentlich so Switch für Switch migrieren. Wie gesagt, wir können auch hier einen Switch als Policy Extended Node haben. Was dann da einfach der Unterschied ist, ist, dass zum Beispiel der Uplink zwischen Policy Extended Node und Fabric Edge ist dann ein Trunkport, mit wo da blau gezeichnet ist, und da oben sehen wir eigentlich zwischen Fabric Edge und Fabric Edge ist zum Beispiel ein gerouteter Link. Dementsprechend oder analog kann man da die restlichen dann auch migrieren. Eben wie gesagt, es muss nicht alles am gleichen Tag passieren. Man kann das auch über Wochen machen. Wenn man dann nachher die ganze Layer 2 Umgebung migriert hat, hat man eigentlich dann schon das Ziel von dieser Seite, das Endziel erreicht. Und da würde man dann sehen, okay, von dem Layer 2 Switch Domain haben wir dann das migriert auf eine reine SDA Fabric Site, wo dann es so zum Beispiel ausgesehen würde. Und analog kann man dann auch die anderen, sei es ein anderes Gebäude oder eine andere Stadt, Lokation, wo man dann vielleicht in einem anderen Maintenance-Window dann die anderen Layer 2 Switching-Domains migrieren dort, bis man dann das ganze Netzwerk eigentlich auf SDA migriert hat. Aber wie gesagt, da ist es eigentlich, in dem Use Case ist es, man hat die als alte Netzwerk am Fabric Edge eigentlich angehängt. Ein zweites Beispiel, das ich dann bringe, ist es, wenn man einen anderen Weg geht mit dem Layer 2 Border. Und das ist eigentlich gerade das nächste Beispiel, das ich bringen möchte. Es sieht ein bisschen komplizierter aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel da auch ein traditionelles Netzwerk. Da oben, sagen wir mal, ist der ganze Backbone mit allen geshareden Services wie DNA Center, IC, WLC und so weiter. Wir haben hier als Distribution Block haben wir zum Beispiel ein VSS-Konstrukt, halt 6,5 oder so, wie man es eigentlich von früher kennt. Dort ist eigentlich auch, sind all die SVIs drauf gewesen, und man hat dann eigentlich den Access via Layer 2 dran gehabt. Was wir jetzt da auch noch speziell haben in dem Beispiel, wir haben da Endpunkte, die schönen Propeller, das ist jetzt zum Beispiel das IoT-Device. Ich weiß auch jetzt auch nicht genau, was das für eins ist, irgendein Ventilator oder Lüftung. Dort ist es aber so, dass man jetzt die nicht umändern könnte. Also die IP-Adressierung von diesen Geräten müsste, währenddem man auf SDA migriert, bleiben. Das heisst, die 99.10 und 99.11 Endpunkte, dort haben wir keine Möglichkeit, um die umadressieren. Es gibt andere Endpunkte, wie die Laptops, die haben einfach DHCP enabled und dort ist dann kein Problem, um eine neue IP-Adresse zu kriegen, auch da die Access Point. Was auch noch da zu sagen ist bei dem Beispiel, die Verkabelung zwischen den Access-Switchen und dem Distribution-Block darf nicht angelangt werden. Es könnte irgendwelche Gründe haben, wieso dass man jetzt dort nicht das kann go anpassen. Und in dem Beispiel, das ich jetzt zeige, ist das nicht nötig, dass man da etwas da verändert tun von der an dieser Verkabelung. Genau, Wireless ist jetzt in dem Beispiel over the top. Das heißt, die Access Points da sind noch nicht SDA enabled und die werden auch erst später in einem späteren Zeitpunkt dann migriert zu einer Fabric Wireless, wenn man denn das möchte. Aber da geht es jetzt eigentlich auch wieder darum, die Switching-Infrastruktur auf ASD-Access zu bringen. Was natürlich auch da geht, ist, dass man die Access-Layer auch schon von hardware-mäßig ASD-Access-ready sind. Das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass man natürlich schon schauen muss, dass dann iOS XC und Hardware auch stimmt.
Gut. In dem Beispiel würden wir jetzt anfangen, um einen Border oder zwei, aus Redundanzgründen, zwei Border Node Control Plane anzuhängen, da an dem Core da oben. Und in dem Beispiel sind es jetzt 9500H-Switchen. Tut man auch im Prinzip dann ins DNA-Center reinnehmen und ja, einfach normal als Border Control Plane Node konfigurieren. Was man auch jetzt in dem speziellen Fall hat, sind Layer 2 Border. Und das ist jetzt auch mit einem 9.5H, aber mit Stackwise Virtual gemacht, damit man doch noch gewisse Redundanz herbringen. Zwischen dem Legacy-Netzwerk oder der traditionellen Layer 2-Umgebung und der SDA-Fabrik. Darum haben wir da auch Stackwise Virtual. Die hängt man eigentlich auch Layer 3-mäßig an den Core und aber Layer 2-mäßig an den bestehenden Distribution-Block. Was man jetzt könnte machen, ist eigentlich die SVIs, die eigentlich dann da oben sind, tut man jetzt auch da über migrieren. Das heisst, dass man dann im Prinzip nicht mehr den Default Gateway da drauf haben, auf dem Distribution Block, sondern auf dem Border Node, auf dem Layer 2 Border Node. Was man dann nachher machen, wenn man dann das mal haben, tut man eigentlich auch jetzt in dem Beispiel nicht mit LAN-Automation, sondern mit einer manuellen neuen Config, wo man da kreiert hat für die Access-Switch, tut man die mal schon drauf kopieren, man tut sie booten und währenddem tut man eigentlich da den Uplink umkonfigurieren. Und wenn dann das passiert ist, haben wir dann da eigentlich Möglichkeit, um die neu zu discoveren vom DNA Center und die eigentlich auch als Fabric Edge dann zu definieren im DNA Center. Das heisst, in dem Fall, man sieht es eigentlich auch da von der IP-Adresse her, sobald die Fabric Edges dann als oder sobald die Endpunkte dann nachher nicht mehr am traditionellen Switch angehängt sind, sondern als Fabric Edge angehängt sind, wechselt natürlich da bei der DHCP-IP-Adresse für die Endpunkte, für die Laptops, wechselt natürlich da die IP-Adresse. Aber mit den statischen IP-Adressen ist es eigentlich kein Problem, wie wir tun eigentlich das. Im DNA-Center kann man im Prinzip die existierenden VLANs mit reinnehmen, bei dieser Migration. Und darum haben wir eigentlich da keine Änderung von diesen Subnets. Wenn man das nach ein Pärchen da gemacht hat, Fabric Edge, zum Beispiel so ein Stack, kann man dann noch zum nächsten gehen. Und wenn man alle Fabric Edges von einem so Distribution-Block konfiguriert hat und migriert hat, auf Layer 3, dann ist eigentlich der Layer 2 Border eigentlich für den Distribution Block nicht mehr nötig. Das heisst, wir können dort die Verkabelung wieder wegnehmen. Wir können sogar das VSS-Konstrukt da aufheben, weil das haben wir ja eigentlich nur gemacht da in einem Layer 2 Konstrukt. Und dann ist es eigentlich normal mit ECMP da Equal Cost Multipath geroutet. Jetzt haben wir natürlich noch andere so Distribution-Blöcke und in dem Fall können wir die gleiche Layer 2 Border Node verwenden. Man tut die auch wieder neu verkabeln. Layer 2-mäßig da die SVI, also die SVIs dann wieder zügeln da über und die Access Switch eine nach dem anderen migrieren. Und somit haben wir eigentlich nichts an der Verkabelung selber da verändert, aber wir haben im Prinzip gleich die Access Nodes auf SDA gebracht. Am Schluss kann man sogar den Layer 2 Border wieder ganz wegnehmen, weil in dem Fall ist es eigentlich nicht mehr nötig, dass man den überhaupt noch hat. Gut.
Dann möchte ich noch zu einem Real-Case-Szenario ein paar Informationen geben, weil vielleicht ist es noch interessant zu wissen, ja, wie lange dauert denn das wirklich, so eine Migration? Sind das Stunden, sind das Tage? Oder wie geht man da wirklich vor? Und eben Cisco IT, wie es der Patrick schon erwähnt hat, hat das letztes Jahr, eigentlich schon im Sommer, hat er angefangen, die Campusgebäude in San Jose eins nach dem anderen eigentlich zu migrieren. Und die haben das eben nicht pro Switch gemacht, sondern pro Gebäude. Wie hat denn das wirklich so ausgesehen? Die haben eigentlich noch eine Multisite-SDA-Fabrik gemacht. Also von einer traditionellen Umgebung auf eine Multisite-SDA-Fabrik. Einfach damit es besser skaliert, weil es sind, glaube ich, über 30 Gebäude dort. Und darum haben die da auch so eine Multisite-SDA-Fabrik kreiert. Das ist die Ausgangslage. Also das ist das Original-Design von diesen sechs Gebäuden jetzt in dem Fall. Obwohl eigentlich da auf dem Slide nur vier sind. Das heisst, da unten sehen wir den ganzen Access-Teil. Mit den Access-Points, mit einem modularen Switch, mit ganz vielen fixen Switch da, das sind 3850 gewesen. Man hat dann pro Gebäude so eine Art Distribution oder so ein Gateway gehabt, wo dann hinterher zum Core eine Verbindung gemacht hat. Und eben da in so einem ganzen Gebäude sind das vielleicht 50 Switcher oder so gewesen. Und ja. Und eben da ist dann ein zweites Gebäude, sieht eigentlich gleich aus, einfach mit anderen Switchern da und so weiter. Jetzt, was Cisco IT gemacht hat, ganz am Anfang, damit man eben auf SDA auch migrieren kann, die ganze Hardware replaced. Und die haben das so gemacht, dass sie eigentlich die gleiche Konfiguration und die gleichen Funktionen übernommen haben, aber noch das Design nach dem alten Prinzip stehen lassen haben. Das heisst, sie haben 6,5 da, dann ersetzt durch 9,5, die modularen 4,5 durch 9,4er und die 3850 durch 9,3er ersetzt. Das heisst, nachher ist eigentlich die Hardware ready gewesen, um nachher auch die Konstrukte oder die Gebäude auf SDA zu migrieren. Wie sieht denn das am Schluss aus? Aus einer SD-Access-Sicht hat man eben, wie gesagt, die Multisite-Architektur gemacht, wo man dann pro Fabric-Site hat man immer drei Gebäude reingenommen. Da zum Beispiel unten links sieht man jetzt San Jose 20, 21 und 22. Die haben dann zusammen eine Fabric-Site gebildet mit zwei Border-Control-Plane. Da rechts sind dann andere drei Gebäude gewesen. Und da die Fabrik C ist eigentlich nur dann die Verbindung in zum Backbone gewesen und zum Internet. Da haben wir natürlich in der Transitzeit braucht es dann noch da zwei Transit-Control-Nodes. Hardware-technisch, wie ich es vorher erwähnt habe, haben die da ein paar Sachen zuerst müssen ersetzen. Da sieht man auch noch, welche Funktionen nachher dann welche Switchen übernommen haben. Das heisst, die Access-Switcher da sind alle Fabric Edges geworden. Und da hat man dann eben bei den 9,5er hat man dann mehrere Gebäude eigentlich dann eine Art wie zusammengenommen. Und das sind dann unsere Border gewesen. Und das sind dann die Border gewesen, von dieser Fabric A. Und da dementsprechend auch von der Fabric B, von denen rechts. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass man pro Fabric Site eigene WLC braucht. Das heisst, da hat es dann auch noch 9,8er neu deployed für die Fabric A und für die Fabric B. Sind Sie jetzt da vorgegangen? Wenn man jetzt das hier ein bisschen anschaut, hat man da das Legacy-Netzwerk gehabt und dann hat man eigentlich parallel dazu die Transit-Fabrik mal aufgebaut. Plus gerade die Border-Switcher mit der Wireless-Controller, das ist das, was ich vorher erwähnt habe.
für einerseits Fabric A und einerseits Fabric B. Das heisst, das ganze das Gebäude ist eigentlich am Anfang immer noch auf dem alten Chor angehängt gewesen. Man hat dann nachher die ganzen so Audits gemacht, welche IP-Adressen haben wir, CDP-Neighbor und so weiter, was sind statische IP-Adressen. Das war recht eine grosse Übung, hat Cisco IT gesagt, um das mal herauszufinden, was wirklich da angehängt ist auch an dem Gebäude. Was man natürlich dann nachher auch gemacht hat, ist mit dem DNA-Center, wo man da eigentlich auch schon im Einsatz hat, auch in der Legacy-Umgebung, sagen wir es so, aber SWIM zum Beispiel auf das richtige iOS XE upgraden, das ist ja dann kein Problem gewesen. Das hat man eigentlich alles vorher gemacht, bevor man dann da migriert hat. Und eben, wie gesagt, nachher haben sie angefangen, an einem Wochenende pro Gebäude oder ein ganzes Gebäude eigentlich dann übrig zu nehmen. Und zwar haben sie dann auch mit Factory Reset gemacht. Das heisst, sie haben hier alle Konfigurationen gelöscht auf den Edge-Switcher. Dann haben sie von diesen Gateways hier haben sie umgehängt auf das neue Konstrukt hier zu diesen neuen Border-Switch. Und nachher haben sie eigentlich auch die Gateways, die Building-Gateways, haben sie auch Factory-Reset gemacht. Und nachher haben sie LAN-Automation gestartet. Das heisst, von da aus, von diesen City-Devices, sind dann eigentlich all die Switcher da erkannt worden. Das DNA-Center hat die automatisch provisioniert und das Underlay konfiguriert mit den IP-Adressen und so weiter. Und nachher hat man eigentlich dann noch die Rolle von diesen neuen Switchen, also in dem Fall sind es eigentlich nur die Access-Switcher da drinnen, hat man dann die Rolle als Edge definiert und ist man eigentlich nachher so up and running wieder gewesen mit den Access-Points, die dran gewesen sind, oder mit den Clients-Endpunkten, die an den Access-Switcher dran gewesen sind. Nachher hat man natürlich müssen noch Sachen aufräumen, wie alte DHCP-Server-Pools und so weiter. Aber eben, das ist wirklich das Vorgehensweise von Cisco IT. Und man hat dann nachher herausgefunden, ja, je mehr dass man dann da so Hilfe hat, desto schneller kann man eigentlich auch so ein ganzes Gebäude dann migrieren. Und es ist nicht nur das DNA-Center, wo da wichtig ist, sondern eine wichtige Sache ist zum Beispiel auch so ein Orchestration-Guide gewesen. Das ist eigentlich eine Art Excel-Sheet gewesen, wo dann jeder, der daran beteiligt war an der Umstellung, hat eigentlich dann genau gewusst, was er zu tun hat. Auf dem Slide sieht man eigentlich, wie lange dass die Umschaltung gedauert hat pro Gebäude. Das heisst, letztes Jahr im Juli haben sie eigentlich das erste Gebäude aus San Jose 13 Stunden haben sie gebraucht, um das zu machen. Und nachher haben sie ein paar Wochen gewartet und dann haben sie eigentlich nachher, am 29. Juli haben sie dann schon ein bisschen besser und effizienter können schaffen und sind dann auf 12 gekommen. Und eben, was man dann nachher eingeführt hat, ist der Orchestration Guide, wo ich nachher auch noch einen Screenshot habe davon und hat dann wieder können Zeit reduzieren. Bis man eigentlich dann wirklich, sagen wir mal, da auf 8 Stunden drin war pro Gebäude. Und was man auch noch sieht, ist, dass auch die Zeit zwischen diesen Migrationen ist auch verkürzt worden. Das heisst, zuerst hat man irgendwie 3 Wochen oder so gebraucht und nachher hat man es eigentlich fast, hat man innerhalb von einer Woche hat man schon das neueste Gebäude dann können, migrieren. Und wieso ist das so gewesen? Eben, man hat eigentlich noch ein paar Mal das machen, hat man natürlich auch mehr Erfahrungen gehabt. Man hat dann gewusst, wie es funktioniert und so weiter. Auch das ganze Factory Reset hat man dann herausgefunden mit dem LAN Automation. Wenn ich jetzt von Hand muss überall das löschen, dass dann nachher das parat ist für das LAN Automation, das geht lang. Das heisst, sie haben dann auch Python-Skript gebraucht und so weiter. Also, durch die ganzen APIs und so weiter, die wir auch zur Verfügung stellen, hat man das, den ganzen Prozess nochmal können, verbessern.
da ist jetzt noch so ein Beispiel von dem Orchestration Guide, den ich vorher gezeigt habe. Da sieht man wirklich jeden Task und wem das assigned ist und ob das jetzt completed ist oder nicht. Und das hilft natürlich extrem in einer so grossen Migrationsplanung, damit man nichts vergessen tut. Sie haben das wirklich sehr gut eigentlich dokumentiert und auch noch so Deployment Guides kreiert, wo man dann genau sieht, okay, für LAN Automation, was muss ich jetzt da eingeben für das Gebäude, welche sind meine Seed Devices, welche IP Pools kann ich brauchen und so weiter. Einfach, dass man wirklich so wenig Fehler wie möglich dann auch macht während der ganzen Migration. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo man jeder Kunde selber ein bisschen herausfinden muss, wie schnell gehe ich vorwärts mit diesen Migrationen. Aber mit dem Beispiel da von der Cisco IT, das sollte ein bisschen einen Einblick bringen oder Einblick geben, wie sieht denn das wirklich aus? Ist es wirklich realistisch, dass man vielleicht ein ganzes Gebäude gerade aufs Mall migriert oder nicht? Und, also Cisco IT hat das eigentlich sehr gut von seinem her gemacht und hat natürlich auch viel investiert, bevor es dann wirklich zu dieser Migration gekommen ist. Ja. Gut. Somit wäre ich jetzt auch am Ende. Auch zeitlich, denke ich, brauchen wir jetzt noch 2-3 Minuten, weil der Patrick hat noch mal etwas vorbereitet. Ja, danke vielmals, Vitus. Bevor wir eigentlich mit dem Kahoot weitermachen, du hast vorher schon kurz das Slide gezeigt mit den Fragen. Ich habe da vorher gerade noch gesehen, es hat doch noch die ein oder andere Frage, die unbeantwortet ist. Vitus, weißt du, bei Cisco, bei der Migration, ist dort bereits .onyx im Einsatz gewesen? Ja. Also die haben auch schon im traditionellen, schon vorher .onyx mit ISE. Das ist eigentlich schon vorher implementiert gewesen. Ja. Haben sie nicht erst nachher das Ganze implementiert. Ja. Okay. Die zweite Frage, die noch offen ist, weißt du, was die häufigsten technischen Probleme gewesen sind bei der Migration? Ich weiss jetzt nicht, ob die Frage sich bezieht konkret auf die Cisco-Migration oder generell. Also sie haben natürlich schon gewisse auch Probleme dann entdeckt. Oder? Eine Sache, die ich weiss, ist zum Beispiel, dass bei LAN-Automation gewisse Interface, ich glaube gewisse 40 Interface noch nicht am Anfang supported waren. Dann hat man irgendwie das Ändern auf 10 Gig Uplink und erst in einem späteren Release hat man dann LAN Automation mit anderen Uplinks machen. Also das sind so Erfahrungen, die man dann gemacht hat und ja, man hat es dann gemerkt und hat dann einen Workaround finden. Was sie einfach gesagt haben, ist, führen auch Tech frühzeitig involvieren. Das heisst, wenn ihr so Migration habt, einen proaktiven Tech-Case eröffnen und einfach wirklich schauen, dass sie dann helfen tun für gewisse Workarounds. Und also es hat schon ein paar Sachen gegeben, die dann halt auch zu einem Feature-Request, sagen wir mal, geführt haben, wo man mit Workarounds hätte müssen schaffen, bis es dann wirklich im DNA-Center zum Beispiel drin war. Es ist gerade nochmal eine Frage gekommen, die wird wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Weißt du, mit welcher Version das gestartet worden ist bei der Migration? Wüsste ich nicht auswendig, nein. Aber generell würde ich sagen, kann man sagen, dass man mit der Recommended Version sollte gehen. Das ist sicher die beste Empfehlung, die man machen kann. Das ist ja so, ja. Also eben, wenn man wirklich so etwas planen tut, erstens, man muss sicher mit dem DNA Center Version kann man dann in die Kompatibilitäts- oder SDR-Recommended Release-Matrix gehen. Und ich würde auch so weit wie möglich nachher dann die Recommended iOS XE-Versionen nehmen, die dann auch dort empfohlen sind. Ja.
Okay. Ja, danke vielmals, Vitus. Sehr spannend gewesen, vor allem auch die Cisco-Migration. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt für Geschenke. Mal schauen, ob mir die Kappe noch passt. Ist jetzt dann schon gleich Weihnachten. Keine Angst, die habe ich am Sohn geklaut. Die habe ich jetzt selber gepostet oder auf die Spesa da, Stefan. Als Preise, wie gesagt, das Tassli, Thermosflaschen und ein Headset. Kahoot-ID seht ihr eingeblendet. Ich wechsle dann nachher auf die andere Ansicht dann noch. Dementsprechend. Dann, was ich auch gerne möchte machen, ist darauf hinweisen auf den Blog, wo wir jeweils die nächsten Sessions dann aufschalten. Wie gesagt, am 12. Januar nach der Pause sind wir wieder zurück bereits mit einem spannenden Thema. Ich konnte da Marcel Neidinger motivieren, uns etwas über NetDevOps präsentieren. Ich habe schon mal einen Draft von Slides gesehen, wo es um CI/CD-Pipelines geht. Also sicher auch spannend, was man da alles machen kann, auch natürlich mit DNA Center zusammen. Oh, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt gerade dann ins Kahoot über. Mal schauen, ob ich das wechseln kann. Genau. Ja, ich sehe, es hat doch auch der eine oder andere Bekannte darunter, der dementsprechend auch weiss, wie man das macht. Jetzt muss ich schauen, dass ich meinen Bildschirm noch ein bisschen grösser habe, damit ich auch Fragen dann kann vorlesen. Das müsste die Kamera 2 sein. Super. Wenn ich jetzt schaue, 15 Teilnehmer, warten wir noch ganz kurz, weil doch auch ein paar mehr noch zumindest in den Webex drin sind. Bis 17. Ja. Mal schauen, ob wir 20 arbeiten. Und sonst starten wir den nächsten. Ergänze das heutige Sprichwort des Webinars. Alle Wege führen nach Rom, SD-Access, einem Netzwerk mit einem DNA-Center oder alle Antworten. Man muss da noch vorausschicken, zumindest 4 von 5 Fragen haben Corinne gemacht. Ich habe es zwar vorhin noch schnell durchgelesen, aber nicht jede Antwort weiss ich Bescheid, was es ist. Okay, SD-Access ist die richtige Antwort. Dann schauen wir mal, wer das alles richtig gehabt hat. Der Florian war am schnellsten. Dementsprechend. Aber eben, es ist noch nicht verloren. Möglichst schnell Antworten gibt auch am meisten Punkte. Oder 3 Antworten hintereinander gibt noch Bonuspunkte. Jetzt eine Frage, richtig oder falsch. Ein Fabric Domain kann mit Unmanaged Layer 2 Switch aufgebaut werden. Richtig oder falsch? Es ist aber schnell gegangen. Es ist richtig. Ich würde jetzt sagen, eine Layer 2 Domäne. Ja, kann man so gelten. He? Gut. Schauen wir, Florian baut da aus. Zweiter ist der Jönu und dritter der Roland. Aber da holt auch weitere holen da noch auf. Ein Dritt von 5 Fragen ist wieder ein Multiselect. Welche von den folgenden Szenarien werden unterstützt? Gleiches WLAN auf 2 unterschiedlichen Border, mehrere traditionelle Distribution Switch angebunden an einem Border, Stackwise Virtual auf einem 95er Border oder Port Channel Trunk Port zwischen traditionellen Netz und Border. Das ist, denke ich, eine schwierigere Frage. Sie ist auch länger gegangen zu beantworten. Aber die Mehrheit hat sich richtig beantwortet. Mal schauen, ob sich da etwas geändert hat, auch in der Rangliste. Ja. Da hat Herr Kaiser hat aufgeholt. Und zweiter ist auch der Alain und dritter der Roger. Also,
sieht ganz anders aus. Aber wie gesagt, Florian ist noch nicht verloren. Dann kommen wir zu der vierten Frage von 5. Richtig oder falsch? SDXS kann in mehreren Phasen implementiert werden. Ja, richtig, genau 16 richtig beantwortet. Mal schauen, wer am schnellsten war, ob sich da etwas geändert hat. Nein, es sieht nicht so aus. Die Rangliste sieht von der Reihenfolge noch gleich aus. Ja, wir kommen zu der 5. und letzten Frage. Es sollte wieder eine Multiselekt sein, wenn ich es richtig erinnere. Wie kann ein bestehendes Layer 2 Netz an eine Fabric angeschlossen werden? Am Layer 2 Border, am Fabric Edge, als Policy Extended Node oder am Intermediate Node? Richtig ist am Layer 2 Border und am Fabric Edge Node. Ich sehe schon, ich kann den einen oder anderen reinlegen mit dem Policy Extended Node. Ich weiss, das ist am Anfang in der Slide oder bei der Erklärung von der Layer 2 Netz vorkommen. Aber ein bestehendes Layer 2 Netz kann man nicht einfach so direkt an einen Policy Extended Node anschließen, sondern am Layer 2 Border oder eben wie gesagt am Fabric Edge Node. Mal schauen, was das Endpodest aussieht. Auf dem 3. Platz ist der Florian. Auf dem 2. Platz der Herr Kaiser. Und 1. Platz macht der Alain. Herzliche Gratulation zu allen Gewinnen. Bitte schickt mir im Nachhinein noch kurz ein Mail oder eine Chatnachricht mit der Adresse, wo das wir geschenkt dürfen hinschicken. Ich würde sagen, das wird etwa nächstes Jahr um das machen, weil ja heute etwa so der letzte Tag ist, zumindest bei uns. Ja, und dementsprechend kommen wir auch als Ende vom heutigen Webinar. Herzlichen Dank für das Teilnehmen, für die Fragen zu stellen, für Kahoot spielen. Und dementsprechend wünsche ich schöne Festtage, hoffentlich eine gute Zeit zum Erholen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und es würde mich freuen, im Januar den einen oder anderen wieder zu sehen. Herzlichen Dank und gute Zeit.